Hallo Leute und herzlich willkommen zum ersten Vlog in 2024. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen, habt die bösen Geister vertrieben und habt es euch dann gemütlich gemacht mit euren Lieben zusammen und ja, seid dann ganz entspannt ins neue Jahr da reingeschlittert. Ja, für uns steht das Ganze noch ins Haus. Heute ist der 31. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten und das werde ich jetzt gleich mal angehen. Und zwar möchten wir heute Abend, wenn die Schwiegereltern kommen, ein paar Schnittchen machen. Also großartiges Essen und so gibt es bei uns Silvester nicht. Wir werden uns einfach ein paar Schnittchen machen und machen es uns dann im Wohnzimmer gemütlich. Und dementsprechend habe ich mir aber gedacht, ich mache heute mal ein frisches Brot für die Schnittchen. Wir haben zwar noch ein halbes, wie ihr sehen könnt, dort vorne von dem letzten Backen. Das könnte man theoretisch auch nehmen, aber ich habe mir gedacht, heute ist ja ein bisschen so ein ja, feierlicher Anlass und dementsprechend backen wir heute kein reines Vollkorn, Roggenvollkornbrot mit Sauerteig, sondern heute wird Dinkelmehl dazu gegeben, auch noch nicht mal Vollkorn. Wir nehmen normalerweise immer Vollkorn, aber weil heute ja ein ganz besonderer Feiertag ist, ja, habe ich gedacht, nehme mal dann das feine Mehl und schau mal, wie es dann wird. Ich habe auch in dem Zuge vor, noch für die Schwiegereltern ein Brot zu backen. Da werde ich auch diesmal ein bisschen experimentieren. Da werde ich Weizenmehl nehmen mit dem Sauerteig. Also es kommt sowieso immer ein bisschen Roggenvollkornmehl mit rein. Jetzt fängt es an zu klingeln. Ich drücke mal kurz Pause. So, da war die Glockenbimmlerei zu Ende. Naja, auf jeden Fall werde ich diese beiden Brote heute mal testen. Ich habe mir dazu auch mal überlegt, ich hatte schon länger mal vor, noch was meinem Rezept hinzuzufügen und ich bin mal gespannt, ob es geschmacklich noch was bringt. Und zwar habe ich hier altes Brot aufgegossen, also ganz fein gemahlen und dann mit heißem Wasser aufgegossen. Das lässt man dann eine Stunde quellen, das kommt dann auch mit in den Teig rein. Das bringt sozusagen noch mal ein bisschen Zusatzgeschmack. Ich glaube, das heißt ein Gärstück oder so ähnlich. Das bringt man dann mit in den Teig später ein und dann muss das Ganze halt mehrmals gehen. Das wird auch heute ein bisschen anders laufen mit dem Teig. Normalerweise wird der einmal kräftig durchgeknetet, kommt dann in seine Form oder kommt dann ins Gärkörbchen und dann lasse ich das Ganze einfach 12 bis manchmal sogar 24 Stunden gehen. Das wird heute ein bisschen anders sein. Heute werden wir das nach einem anderen Rezept machen. Das heißt, ich muss zwischendurch mal einmal kneten und dann nochmal kneten. Und dann wird irgendwann so heute Nachmittag, so in 6 Stunden, wird dann das Brot gebacken. Muss dann noch ein bisschen auskühlen. Und dann haben wir genau pünktlich, wenn alles klappt, Flocke frisst gerade, zu 18 Uhr dann unsere Schnittchen. Die sind dann noch warm. Da kann ich die direkt anschneiden. Und ja, bestreichen und den Schwiegereltern und Sarah servieren. Ja, das werde ich heute mal ausprobieren. Als Backup haben wir natürlich immer noch das andere Brot, falls das gar nichts werden sollte. Und ja, jetzt werde ich mir gleich erstmal einen Tee machen, beziehungsweise habe ich schon. Einmal einen großen Früchtetee, den trinken wir so über den Tag ungesüßt. Und dann im Zuge meiner guten Vorsätze fürs neue Jahr ein Tee, da ist wie üblich Goldrute mit drin, aber auch Mädesüß und Lavendel und Rosmarin habe ich noch mit reingemacht. Also das ist eine ganz gute Kombination, um seine Nerven zu beruhigen. Die Goldrute, die wirkt ja schon eigentlich relativ gut. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich musste die Kombination der Kräuter noch mal ein bisschen anpassen und jetzt trinke ich das seit 2 Tagen schon und es ist ja noch mal deutlich entspannter. Ich bin viel besser drauf. Ich habe gar nicht mehr diese Gedanken, dass ich ständig so, was passiert, wenn und wie. Ja, das hilft auf jeden Fall ganz gut. Kann ich nur empfehlen. Würde ich mich aber im Vorfeld ein bisschen informieren. Also, ich werde da jetzt nicht großartig viel zu sagen. Ich habe jetzt nur das so ein bisschen kombiniert. Ich sag mal, auf diese kleine Kanne dort drüben, die dort steht, habe ich jeweils einen halben Teelöffel reingegeben von den verschiedenen
Kräutern und ja, das Ganze zieht jetzt gerade 10 Minuten, ist jetzt gleich fertig und dann trinkt man es dann für gewöhnlich. Also normalerweise reicht eine Tasse. Ich trinke eine Tasse morgens und eine Tasse nachmittags. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie der Tag heute wird. Auf jeden Fall muss ich gleich auch noch mal ganz kurz zur Tankstelle. Ich hoffe, dass ich dort noch Orangensaft bekomme, denn ich habe kurzfristig noch eine Idee gehabt für einen Silvesterpunsch und dazu brauche ich ein bisschen Orangensaft. Natürlich alkoholfrei. Und dann müssen wir später noch die Feuerschale vorbereiten. Und ich denke mal, dann sind wir soweit ready für heute Abend. Und dann werden wir ganz gechillt ins neue Jahr starten. Also, ich ja, seid gespannt und bis später. So, ich habe jetzt mal die Zutaten für heute Abend zusammengemischt. Da ist praktisch das Brühstück drin, der Sauerteig, dann Roggenmehl und Dinkelmehl. Ja, das Ganze wird jetzt erstmal 45 Minuten in dieser Schüssel gehen. Und dann werden wir es ein wenig bearbeiten, hier auf der Arbeitsfläche. Und dann kommt es ins Gärkörbchen. Ich bin schon gespannt, wie das Brot wird. Ist mal was anderes. Ich muss auch ein kleines bisschen umplanen. Und zwar habe ich festgestellt, gerade beim Machen, dass mein Sauerteig gar nicht reicht für zwei Brote. Das heißt, ich kann jetzt leider heute das Weizenbrot für die Schwiegereltern nicht backen, weil das Brot für heute Abend hat natürlich Priorität. Ja, schade. Aber naja, was will man machen? Ich habe den neuen Ansatz fürs Brot für nächste Woche auch schon gestartet. Das wird jetzt erstmal die nächsten 2-3 Tage wieder ein bisschen schön gefüttert. Vielleicht mache ich auch dann so viel, dass wir zum nächsten Wochenende hin 2 Brote backen können. Müssen wir mal schauen. Gut, ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt auf jeden Fall mal in Ruhe gehen. Und ich zeige euch dann mal zwischendurch mal immer das kleine Update und ja, wie es nachher fertig aussieht. Schaut mal, ein kleines Weihnachtswunder ist passiert. Sie hat sich in ihr Bett gelegt. Das hat ja nur ein halbes Jahr gedauert. Oh, schön, Puppi. Gefällt dir dein Bett? Ich hab dir gesagt, dass es ganz weich und schön ist, Puppi. So, da habt ihr das spezielle Brot mit der besonders aufwendigen Teigführung. Ja, ich würde sagen, das ist sehr gut geworden. Eine sehr dünne Kruste. Das liegt einfach daran, dass dieses Brot während des Backvorgangs ja mehrmals kurz im Backofen gelüftet wird, sodass Feuchtigkeit entweichen kann. Und gleichzeitig ist das Ganze dann auch in einem gusseisernen Topf. Ja, mal gucken, wie es nachher beim Anschneiden aussieht. Schmilzt es denn? Ich hab's schon moderiert. So? Hier? Nee, ich mache doch gar nichts. Warte doch. Ja. Muss ganz schmelzen und dann musst du dich ganz doll beeilen, weil das Wachs wird ja schnell wieder hart. Da musst du es ganz schnell reinmachen. Das ist bei Sarah. Aber erst wenn es komplett geschmolzen ist. Ja, ich hatte noch den Pilz. Ja, du hast kein Netz hier. Ach so. Also man muss bei dir auch mal den WLAN-Schlüssel eintragen. Ich hab ja WLAN hier. Ist dann Sarah dann nachher nochmal. Ich hab dich fotografiert. Ich hab den Code auf dem Handy. Ja, den können wir gleich machen. Ich will nur eben das hier zu Ende. Ja. Es sind noch zwei Dinge, die nicht geschmolzen sind. Siehst du die Behnehügel? Ganz links und ganz rechts. Jetzt tunkt es hier gleich raus. Guck mal hier. Muss es schnell reinmachen. Aber von weit oben. Ey, jetzt hat es sich erschrocken. Alter, ich wusste nicht, dass es solche Töne macht. Du hättest von weiter oben machen müssen, aber dann wäre es vielleicht auf die Tischdecke gespritzt. Keine Ahnung, ich habe gedacht, es taucht einfach unter. Nee, ja, ist heiß. Der Löffel vielleicht von dir noch heiß ist, wa? Das kann sein, ja. Er fokussiert nicht richtig. Jetzt. Jetzt andersrum legen soll. Jetzt kommt immer Puffwolken unten drunter vor. Hast du es gerade gesehen? Ja. So, hier. Aber ist nicht schlimm. Nee, es ist auch nicht schlimm. Vielleicht pufft es wieder. Puff.
Jetzt. Das ist ein interessantes Muster. Ja, das habe ich auch gesehen. Jetzt sind wir soweit. Das ist ja eine Form. Das ist eklig. Nein, auf einmal. Ne? Da hat der einen knorrigen alten Baum genommen, hat den in Scheiben geschnitten. Und da sind die Scheiben natürlich so und ein Astloch und so. Und dann hat er einen Rahmen gebaut, hat da rein das reingelegt, diese knorrigen Teile, und hat das andere mit diesem Harz ausgegossen. Blau eingefärbt und hat so eine blaue. Das ist toll, das ist eine Tischplatte. Ich glaube, das auf YouTube kenne ich das. Ja, wir haben es auch von YouTube. Ah, ganz toll. Ich habe mal eine Zeit lang das viel geguckt. Auch dieses, wenn die alte knorrige Wurzeln drechseln und darauf Schüsseln machen und sowas. So, ich glaub, das kannst du kaufen, ganz toll. Ja, guck mal, ich filme die ganze Zeit. Ein Hirsch, ein Rentier, ein Geweih. Unten zu ist sogar ein Maul dran. Da sind aber manchmal auch welche bei. Nachtkürze hier, Rock'n'Roll und Digi Bobo und dann mit anderen mit, ja. Können wir den Musiksender einstellen, der bis morgen früh um 4 geht und dann. Du bist dran ans Feuer? Ich will den Rauch nicht abkriegen. Der Wind geht immer hin und her und ich laufe immer mit. Ja, also nicht erst, aber... bis 12 Uhr durchmachen, ne? Ja, das kann sein. Oh, du hast eine rote Nase, das sehe ich sogar so. Man hört viel, aber man sieht noch relativ wenig, aber... Fange erstmal ein. Ei. Achtung. Wow. Das ist aber ein Zünder. Ich glaube, das war's. Musst du den nächsten anzünden. Ich mach noch einen anderen Musik, aber. Hast du Feuerzeug?
muss ich mit dem Feuerzeug kommen. Welches alte? Welches andere? Menschen pflegen schon eigenartige Bräuche. Was ist das für eine Lunte? Ui. Achtung! Ja! Oh. Ist aber nicht rausgekommen? Doch. Irgendwas Großes. Der Deckel! Das war bloß der Deckel. Deswegen sag ich ja, ist da nicht rausgekommen. Nur der Deckel abgeflogen, Christian, in die Höhe. Oh, da ist was rausgekommen. Sehr viel sogar. Da war ja was drin. Das ist ein. Doch, das ist es. Das ist es. Das ist der Deckel, ja. Er ist zu mir geflogen und ich habe es nicht gesehen. Hier, Vorsicht mit dem Teil. Das muss da noch unbedingt hier. Das ist ein Propeller oder ein Kreisel, glaube ich. Ja. Hallo Leute, ich dachte, ich melde mich mal zwischendurch bei euch. Ja, die Woche läuft, die neue Woche, das neue Jahr. Und ich muss sagen, ja, es ist schon ein bisschen was zu tun. Aber es läuft diese Woche deutlich entspannter und es läuft deutlich besser in schon eingefahrenen Wegen, sage ich mal. Und das hilft natürlich ungemein, dass man halt ein bisschen ruhig bleiben kann und dass ich jetzt auch nicht mehr nach der Arbeit noch weiter arbeite und auch, ja, dass ich jetzt auch nicht mehr nachts drüber nachdenke. Also ich komme von der Arbeit und kann jetzt abschalten. Ja, das ist eigentlich schon mal eine gute Geschichte, schon mal ein Riesenerfolg. Das bedeutet, ja, wir kommen den guten Vorsätzen schon mal ein ganzes Stück näher. Ein Detail, wo ich es jetzt noch nicht geschafft habe umzusetzen, ist mein Sport, den ich mir vorgenommen hatte. Einfach für die Bewegung, fürs Wohlbefinden, auch für den geistigen Ausgleich, sage ich mal. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Da muss ich noch dran arbeiten, aber ich denke, das wird jetzt auch demnächst so seine Bahnen gehen. Ich habe mir das einfach nur so vorgenommen, so prioritätsmäßig so ein bisschen das Ganze abzuarbeiten. Und ja, die erste Priorität ist natürlich erstmal die Lage bei der Arbeit entschärfen und dort die geregelten Bahnen herzustellen, die Routinen herzustellen. Und ja, nebenbei habe ich dann weiterhin meine Tees, die ich trinke, also mein Spezialtee, den ich dort trinke, mit dem Meldesüß drin und ja, der Weinrinde mittlerweile.
ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, Weidenrinde, ja, Flocke kommt gerade rein. Naja, auf jeden Fall ist auch ein bisschen Rosmarin drin und Lavendel und natürlich die gute Goldrute. Ja, die ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die Goldrute ist so ein, ja, wirkt schon wahre Wunder. Wenn man gestresst ist und man einfach ein bisschen Ruhe braucht, ist das eigentlich eine super Themenmischung, muss ich echt sagen. Also man merkt, es dauert zwar ein paar Tage, bis es sich aufbaut, aber ich weiß nicht, ob es der Placebo-Effekt ist oder ob es einfach nur... ja, ob es tatsächlich schon so schnell wirkt, aber ich hatte schon das Gefühl ab der ersten Tasse, dass es was bringt. Aber ja, man muss natürlich warten, bis es dauerhaft ist. Also ich denke mal, wenn man den dann getrunken hat, dann hat man so ein, ist man so ein paar Stunden entspannt. Aber man muss das schon dann ein paar Tage durchziehen, damit der Effekt auch über den Tag hinaus anhält. Und ja, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich bin sehr entspannt, muss ich sagen. Ja, Einzigste, was ein bisschen schade ist, die Woche läuft gerade im Moment so, dass ich noch nicht wirklich irgendwas geschafft habe, hier beim Haus weiterzumachen, von dem, was ich mir vorgenommen habe. Sarah hat ein bisschen was gemacht, tatsächlich. Und ja, ich habe auch wieder am Schreibtisch gesessen und noch einen Haufen Versicherungen und so überarbeitet. Das musste auch mal gemacht werden. Und ja, ansonsten ist halt wirklich nicht viel geworden. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir in den nächsten Tagen dann den Container bekommen, damit ich in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem wie es zeitlich so passt, damit ich halt in der Scheune weitermachen kann und dann noch so ein paar Sachen entrümpeln und ein bisschen Platz schaffen, damit das dort auch wirklich mal fertig wird. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich auch Neuigkeiten an der Urlaubsfront. Ich habe jetzt soweit den Urlaub geplant und aufgeteilt, dass wir im Sommer dann 3 Wochen haben werden. Das heißt, ja, wahrscheinlich dann wird es während dem Zeitraum, also wann das genau sein wird, werde ich dann noch sagen. Auf jeden Fall sind es 3 Wochen am Stück und das bedeutet, dass wir dann 2 Wochenenden hintereinander haben werden, indem wir keinen Vlog hochladen. Vielleicht ein kurzes Update-Video, so ein Short-Video, was ich dann mit dem Handy dann schnell aufnehmen kann und dann ungeschnitten praktisch in die Welt hinaus schicke. Ja, aber die ganze Zusammenfassung vom Urlaub kommt dann nach dem Urlaub und ich denke, das wird dann auch ein deutlich längeres Video werden. Das, ja, könnt ihr euch dann so Stück für Stück angucken, so wie ihr dann mal Zeit habt. Das läuft ja dann niemandem weg, wenn ihr überhaupt Interesse habt, das dann zu sehen. Ja. Und ansonsten habe ich im Frühjahr, im Februar, 1 Woche angesetzt. Da werden wir den Garten vorbereiten, ganz gemütlich. Und das Gleiche gibt es dann im Herbst auch nochmal. Da werde ich dann auch nochmal eine Woche angesetzt im Oktober. Die ja, ist dann dazu da, die letzten Sachen abzuernten und den Garten so ein bisschen winterfest zu machen und alles dann schon mal für den Winter und eventuell fürs kommende Jahr vorzubereiten. Ja. Ach ja, ja, das freue mich schon aufs neue Jahr, also aufs neue Gartenjahr. Ein bisschen wird es ja noch dauern, bis wir dann anfangen werden, die Gemüsesachen vorzuziehen. Die Paprika lebt noch übrigens, die Chili-Pflanze hat es leider nicht geschafft. Also die war schon am Kränkeln und hat dann jetzt zum Schluss, da habe ich noch gedacht, die Stängel waren noch grün und ich dachte, es kommen noch neue Blattansätze, dass die halt so ein bisschen, ja, so nochmal durchkommt. Aber nee, die hat es leider nicht geschafft. Aber der Paprika geht es dann nach wie vor noch gut. Ja, ich hoffe, die hält jetzt noch ein bisschen durch. Die Physalis, der geht es auch gut. Ich habe jetzt mal dort die UV-Lampen rangestellt, damit die dort ein bisschen Sonnenlicht bekommt, weil die hat ein paar Spiker bekommen, die dann versuchen, so ein bisschen Richtung Sonnenlicht zu wachsen. Und ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, wir werden sie jetzt wahrscheinlich dann nächstes Jahr, bevor wir sie dann wieder rausstellen, ein bisschen zurückschneiden. Aber ja, die beiden Pflänzchen, hoffe ich, die kommen durch den Winter. Und wir haben dann nächstes Jahr schon mal einen guten Start und viel Freude dran, dann in einer hoffentlich etwas größeren Ernte. Ich denke, wir werden aber trotzdem noch ein paar zusätzliche Paprika aussäen und natürlich auch wieder Chili. Ich werde mal schauen, was das jetzt für eine Sorte war. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und ob das jetzt vielleicht sogar eine Sorte war, die einjährig ist. Wobei ich mir, glaube ich, sicher bin, dass ich beim
Beschäftigung mit dieser ganzen Chili-Thematik gelesen habe, dass eigentlich jede Chili-Sorte mehrjährig ist, aber das müsste man dann, ja, muss ich dann nochmal nachschauen. Naja, auf jeden Fall freue ich mich da schon drauf. Ich muss mir auch jetzt zeitnah mal Gedanken machen für einen Einachser. Also längerfristig soll ja eine angeschafft werden. Ich weiß aber nur noch nicht, ob wir das dieses Jahr machen oder ob wir das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen. Wir müssen ja auch so ein bisschen schauen. Der Elektriker muss noch ein paar Sachen fertig machen und ja, das Auto muss jetzt wahrscheinlich nochmal zur Reparatur. Ich denke, also ich hoffe, es ist nur die Zündspule. Ja, und dementsprechend müssen wir da auch ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Ja, aber wie gesagt, den Garten müssen wir vorbereiten und entweder werden wir einen Einachser kaufen oder ich werde mir einen ausleihen, für den, dass wir den Garten halt hinten fertig machen können. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das dann alles so schön vorzubereiten und dann nächstes Jahr, sage ich, jetzt dieses Jahr in die neue Gartensaison zu starten. Ja. Gut, ich würde sagen, soweit erstmal von meiner Seite. Ich melde mich dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Guten Morgen und frohes neues Jahr auch von mir, weil ich glaube, ich habe mich noch gar nicht in diesem Vlog gemeldet. Deswegen frohes neues Jahr. Ich wollte euch aber zeigen, wie weit ich mit dem Rigotti-Projekt bin. Ich habe euch ja im letzten Vlog, wer Bock hat, kann ja da nochmal reingucken. Ich habe ja alles unten bei den Kapiteln immer markiert. Also keine Sorge, ihr müsst keine Stunde durchgängig suchen nach dem Rigotti-Vorlagen-Photoshop-Dingsbums. Er hat sich eine Mütze gewünscht nach meinem Design. Und ich habe mir da ein niedliches ausgesucht und die Mütze, es war eine anstrengende erste Kalenderwoche, muss ich sagen, im neuen Jahr. Deswegen bin ich leider noch nicht so weit gekommen. Ich habe hier unten die Mütze angefangen mit dem entsprechenden Kopfumfang. Nicht wundern, das Weiße ist nur mein Stichmarkierer. Das kann natürlich wieder rauskommen. Und oben den Abschluss habe ich auch schon angefangen. Das wird dann zusammengefügt, sobald ich entsprechend die richtige Länge dann habe von der Mütze. Das hier unten soll ja noch umgeschlagen werden, wie das so bei einem Beanie halt ist. Und oben dann entsprechend der Abschluss. Und da bin ich gerade mit einem Wollknäuel durch, muss das gleich connecten mit dem anderen und das nach oben machen. Das ist ja keine Kunstfaser dieses Mal, sondern reine, natürliche Faser. Habe ich vorher selten mitgearbeitet, ist ein bisschen flutschig, aber man gewöhnt sich dran. Und da wollte ich euch noch zeigen, wer die kleine Vorlage gesehen hat aus dem letzten Vlog, der weiß ja, dass ich... Oh, schaut mal, wie die Farbe sich ändert, wenn ich das hier so ein bisschen nach unten mache. Naja. Der weiß ja, dass ich die Grundmütze offensichtlich blau machen möchte. Darauf soll unten auf dem umgeschlagenen Saum eine kleine Tomate drauf sein. Die möchte ich auch noch schwarz umranden, glaube ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das gucke ich dann, wenn es soweit ist. Auf diese rote Tomate soll dann... Achso, die kriegt noch ein grünes Stängelchen natürlich. Und da soll dann ein gelbes R drauf. Und wie schon gesagt, ob das Ganze dann noch schwarz umrandet wird, das überlege ich mir dann noch in der Zeit. Und gucke mir dann an, wie das aussieht. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Soweit bin ich bis jetzt leider nur gekommen. Aber ich bin dran. Ja, Leute. Und damit sind wir jetzt auch leider schon am Ende des Vlogs angekommen. Ihr merkt es ja wahrscheinlich. Ich habe es ja im Vlog auch schon 2-3 Mal angesprochen. Es ist gerade im Moment immer noch so ein bisschen die Phase, dass ich nicht dazu komme, beim Haus wirklich viel zu machen. Obwohl ich so viel Lust drauf habe und mich auch schon wahnsinnig freue, demnächst dort wieder loslegen zu können. Aber es ist gerade so ein bisschen arbeitstechnisch zwar ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir nächste Woche noch ein internes Audit, schimpft sich das. Und ja, da muss ich mich noch ein bisschen, oder habe ich mich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Und generell, ja, ist es noch so, dass obwohl der Pegel sich jetzt beruhigt hat und ich wesentlich entspannter bin und auch wirklich ja, zufrieden, sage ich mal, ist es dann doch so, dass ich die guten Vorsätze noch nicht ganz umsetzen konnte. Ich habe noch nicht wirklich mit Sport anfangen können und ich habe jetzt auch noch nicht wirklich irgendwie ja, abends die Energie noch gehabt, großartig neue Projekte anzugehen. Ich denke aber mal, das wird jetzt wirklich so langsam besser werden. Also habt noch etwas Geduld mit uns. Das geht auf jeden Fall dann weiter. Sarah hat ja auch diese Woche in, ja,
endlich jetzt in diesen Block mit reingemusst. Aber sie hat oben die Holzpaneele alle gestrichen mit dem Leinöl. Das haben wir aber gar nicht gefilmt. Und ja, ich denke, das werde ich dann für den nächsten Block einfach mal ein bisschen filmen. Und ja, ich glaube, ja, nächste Woche, so ab Dienstag, wird es dann auf jeden Fall besser werden. Und dann könnten wir auf jeden Fall mal anpeilen, ein bisschen was beim Haus zu machen. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch einen Haufen Ideen und so, die ich noch umsetzen möchte. Und ja, wo ich es endlich kaum erwarten kann, loszulegen. Ja, die Reparatur fürs Auto steht noch aus. Also, da habe ich auch noch nicht angerufen. Wir wollten das eigentlich hier vor Ort in der Werkstatt machen. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich bei unserer eigentlichen Autowerkstatt anrufen. Weil Sarah und ich, wir haben uns da was überlegt. Da werde ich wohl 2 Tage mit einem Moped fahren müssen. Es ist sehr kalt draußen und es hat auch ein kleines bisschen geschneit heute Nacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr das? Kaum der Rede wert, aber wie gesagt, ja, wir müssen mal schauen. Das soll jetzt kommende Woche gemacht werden. Das muss ja auf jeden Fall noch erledigt werden, weil wir wollen ja im Februar, Anfang Februar, wollen wir ja, ja in die alte Heimat fahren, in meine alte Heimat und die Familie besuchen. Und dementsprechend ja, wäre das dann ein bisschen doof, wenn diese Zündspule die ganze Zeit Aussetzer hat. Ich meine, das scheint ganz gut zu funktionieren und ich bin eigentlich auch, ja gut, ich bin kein Mechaniker, aber ich würde mir jetzt vorstellen, es würde auch die Fahrt noch überstehen, aber ja. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Wir lassen es dann jetzt vorher reparieren. Aber ja, wie gesagt, ich bin halt deswegen, wegen der Arbeit, weil so viel los ist und so gerade im Moment und weil ich da jetzt versuche, im neuen Jahr mehr Prioritäten zu setzen, damit ich entspannt bleiben kann und damit mir das auch gut tut. Dementsprechend habe ich da jetzt auch noch nicht angerufen. Also ja, die Woche, die hinter uns liegt, die stand wieder hauptsächlich im Zeichen der Arbeit und ja, da kommen halt dann andere Sachen ein bisschen kürzer, aber das ist nun mal leider so. Ich muss dieses Jahr wirklich Prioritäten setzen, damit das nicht irgendwie mal gesundheitlich niederschlägt, dass ich mich ständig überall so reinknie. Naja, auf jeden Fall wünschen wir euch ein gesundes, fröhliches, glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Seid gespannt auf das, was alles kommen wird. Das ist auf jeden Fall einiges. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Lust habt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Wir sehen uns. Ciao.